Hi, hier ist wieder euer Frankenranger. Ich zeige euch heute was, und zwar die Outdoor-Wanderschuhe von Aldi. Und zwar möchte ich sie auf Dichtigkeit prüfen, weil im Prospekt steht, dass diese wasserdicht wären. Dem stehe ich noch etwas skeptisch gegenüber, deswegen der heutige Test. Los geht's! Hier wird es etwas tiefer. Perfekt. Bis jetzt merke ich noch nicht viel. Coole Sache. Höher geht leider nicht ins Wasser, weil die Zunge hier aufhört, da wird sie wieder gespalten. Das heißt, ab dieser Höhe läuft das Wasser wieder in den Schuh. Aber nichtsdestotrotz, für 17 Euro, wenn die bis zu der Höhe wasserdicht sind, wäre das perfekt. Es wird etwas kühl im Fuß, aber nicht nass. Einfach nur, weil das Wasser wahrscheinlich kalt ist. Mein Kameramann macht nämlich heute den Test auch mit. Er hat die gleichen, nur in Blau, andere Optik, gleicher Schuh. Es ist der Polen Ranger. Deine Mutter ist der Polen Ranger, Alter. So, jetzt wollen wir mal schauen, ob wirklich noch alles trocken ist oder ob ich euch Scheiße erzählt habe. Damit kann man noch ein Feuer anzünden, wenn es sein muss. Und auch mein Kameramann tritt den Beweis an. Der Fuß ist trocken. Hier oben hat es von der Hose wahrscheinlich etwas gezogen. Okay, oder er ist einfach mal zu tief in eine Stelle gekommen. Aber prinzipiell ist der Schuh wasserdicht. Eine absolute Empfehlung, für kleines Geld kann man nicht viel falsch machen. Und selbst wenn er kaputt ist, hat es einem nicht wehgetan. So, ich habe mich jetzt circa eine Viertelstunde im Wasser aufgehalten. Perfekt, hält immer noch. Der Fuß wird zwar etwas kalt, aber na gut, es ist halt die Umgebungstemperatur. Aber kein Wasser im Schuh, perfekt, auf jeden Fall eine Empfehlung. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Euer Frankenranger.